Hey Leute, zur ersten Folge von Project X mit dem Luca und alles danach seht ihr nach dem Intro. Jo, hey ho Leute und damit herzlich willkommen. Ja, die Begrüßung war ja gerade schon vorm Intro bei mir. Und ja, zu einem neuen Projekt mit mir, dem Luca und dem Leo, Speed Leo. Hi. Hi. Fame. Ja, das, was? Fame. Ja, Fame voll. Ja, hier ist sein Grundstück. Ey, das hör auf, du Jocke, du hast mich schon gekillt. Project X, wie ihr vielleicht in der Überschrift gesehen habt. Und ja. Wir haben hier, also es gibt mehrere Städte und ja, ich bin hier mit dem Leo, Speed Leo, aka Tobi, in einer Stadt gelandet. Das ist mein Grundstück hier. Nö. Und hier ist noch ein freies Grundstück, da kommt dann auch noch jemand hin. Und ja, hier derjenige ist anfangs noch nicht dabei und kommt erst später dazu. So, ich würde mal sagen, fangen wir einfach direkt an, oder? Und holen uns einfach ein bisschen Holz. Ja, klar. Scheiße. Und weitere Informationen werden wir jetzt hier nicht nennen, weil ich habe extra, also bei mir zumindest, ich habe extra eine Folge 0 hochgeladen, da wird eigentlich alles schön erklärt. Oh, fuck, ich bin in ein Loch gefallen. Bist du gut drin geübt schon, ne? Ja. Warte. Und wer also wenigstens interessiert, der kann einfach Folge 0 angucken. Ah, shit, ich hab bei dir ein Hütchen, was? Ja, darf ich das mal ausreden? Danke. Ja. Wen interessiert, Folge 0 ist die Erklärungsfolge. Ich glaube, ich muss schon mal pennen und ich bin immer noch krank. Ich höre mich voll geil an. Ja. Infektionelle Erkältung, geh mal ins Bett. Geil. Du Jockel. Nö. Nö. Jockel, ich sehe hier mehrmals mein, also mein Luca war Slime bei Lies Video. Ach so, ja. Ne, hier Lies Video war Slime bei mein Luca. Dein Bett wurde blockiert oder zerstört. Na. Ja. Das war witzig. Du ja. Jockel. Ich bin voll der Spacken. Ja, und demnächst nehme ich dann auch. Ey, das geht nicht. Warum geht das denn nicht? Was? Mit Schlafen, ich liege im Bett. Wir sind jetzt dritt, fünfte aber, ne? Ja, aber es müssen doch eigentlich nur zwei Drittel schlafen. Oder müssen über zwei Drittel schlafen. Oh geil, ich hab... Ich glaube, jeder muss pennen. Fuck it. Und AFK geht ja hier nicht. Oder liften oder schlafen. Ganz sicher nicht mit dir, Luca. Nee, das war auch nicht so gemeint. Really? Nicht Spaß. Bin im Bett. Hoffentlich alleine. Moment mal. Luca, verpiss dich ins Bett, geh bei mir, ist ein Creeper. Fuck this shit. Oha. Komm her, Creeper. Du gehst mir nicht auf Luca. Lol. Ja, komm, Skelett, du auch noch her, ne? Creeper, nein. Oh. Hui. Boah, Junge, Mann. Luca, mach hin, ne? Fuck this shit. Nein, 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 nein. Ich flieg nicht in der ersten Folge gleich in die Luft. Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen. Ich sterb nicht gleich in der ersten Folge. Fuck this shit. Fuck it. Wow. Gekonnt. Wow. Oh.
Oh, nein, 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 ein Hit und ich bin tot. Nein! So, da bin ich auch wieder. Danke, Luca! Luca, du bist echt so... Oh, also ich stehe immer noch hinter dir, ne? Das weißt du. Ja, ja. Du weißt schon, dass ich gerade gegen drei Creeper, ein Skelett und mehrere irgendwie Zombies kämpfen musste, nur weil du mal wieder nicht in die Pötte gekommen bist, ne? Ja, sorry. Beeil dich. Schnell. Boah, Angry Zombie im Haus. Scheiße, scheiße, scheiße. Der killt mich. Hilf mir. Das ist kein Angry Zombie. Ja, na klar. Das sind zwei Doppelwohner Zombie. Hör auf mich zu batschen. Ey, ich hab noch ein Leben, ne? Dann hier kriegst du was zu essen. Du hast meine Karotten. Ich hätte auch Karotten, ne? Ist egal. Obwohl, ne, jetzt heilen sich meine Leben nicht. Scheiße. Geh mal schlafen. Schnell. Okay. Was bringt, was sind Arcadia? Also, so der Arcadia Saplings. Akazien. Ja, wie sehen die aus? So, so komisch braun. So, egal. Ich habe jetzt einfach mal alle Setzlinge gesetzt. Die Bäume sind weiß. You may not rest, der Monster ist hierbei, willst du mich verarschen? Nee, ich bin oder? In diesem Haus drin, Junge. Warte, ich komme mal kurz zu dir. Bei mir ist nix. Was geht es, wenn das hier geht? Okay, also, ich liege im Bett, ne? Du liegst im Bett? Jo. Bei mir, du Jockel. Ah, ne, hast das Bett nur mitgebracht, okay. Boah, ich hab schon gedacht. Selber Jockel hier, ey. Yeah, Jockel. Einfach andere Leute grundlos Jockel nennen. Komm, die voll professionell mit mir auch noch was essen. Naja, wir müssen ja ein bisschen hier Professionalität bringen, gell? Yeah. Nee, deine Zuschauer sind das ja schon gewohnt, dass du keine Professionalität bringst. Ja, ja, ich weiß. Ja. Sagt mir jeder immer, jedes Mal. Jeder. Nein, wir sind professionell. Ja, echt jetzt. Wie könntest du es wagen, mit einem Pfeil einen Baum abzubauen? Das ist nicht professionell. Ja, das ist auch nicht. Wie kannst du es wagen, krank aufzunehmen? Ich will aber... Das ist nicht professionell. Wie kannst du es wagen, wenn du krank bist, keine Videos zu bringen? Das ist nicht professionell. Ja, ist echt so. Ach. Ja, da muss man im Voraus produzieren. Aber das ist wirklich so, diese Logik der Menschen. Sie wollen nur ein krankes Video, aber wenn du dann, wenn du krank bist, produzierst, dann ist das schrecklich und sie wollen es nicht mehr. Ja. Naja. Ich grab mir da mal ein Loch. Ja, geh dich begraben. Naja. Wie komisch, ich habe den zweiten Sarg vergessen. Scheiße. Obwohl, nee, eigentlich bräuchten wir drei, weil du bist ja so breit, dass du zwei brauchst. Oh. Jetzt geht's aber los. Das Spaß. Das wird sehr voll gemein. Ne, ich stehe da ja drüber. Ne. Ich stehe da drüber, ich bin 1,30 Meter groß. Ja, du. Nee, nee. Zum Glück nicht. Oh mein Gott, dieses Projekt wird so professionell und mit einem so hohen Niveau, ne? Ja. Oh Mann. Oh Mann, Mann, Mann. Komm, wir blasen's ab, ne? Ich lefte den Server. Ich hab auch keinen Bock mehr, ciao. Nein, Spaß. Ich bin ja nicht so. Bist doch auf, dass du Jocke mich immer umbringst, aber naja, egal. Egal. Ey, wir müssen eigentlich machen, wollen wir zusammen in eine Höhle gehen, oder? Ja, klar, können wir machen. Also ich bist du gerade schon in der Höhle? Ich habe mich bei meinem GS kurz runtergegraben, habe hier irgendwie vier Eisen oder so und ein bisschen, ja, vier Eisen und ein bisschen Kohle und ein bisschen Kupfer. Jo. Aber ich möchte eigentlich nicht so viel unter meinem GS aushöhlen, erst wenn ich Keller und so baue. Doch, musst du jetzt auch hier runter. Mein Liebster hinten. Mein Luca. Luca, der kleine Jockel. Jo, richtig. So ist es. Der Jockel mit, der Jockel mit Windows 8. Jo. Warum hast du echt Windows 8 geholt? Ja, was hast du denn? 7. Oder hast du dir einen neuen PC geholt, da war Windows 8 dann automatisch dabei, oder wie? PC.
da war Windows dabei. Ah, okay, ich habe gedacht, du hättest hier Windows 8 jetzt extra so gekauft. Nee, nee. Das wäre nicht unnötig gewesen. Das wäre richtig unnötig, denn in manchen Hinsichten ist es ja doch irgendwie auch schlechter. Ja, ich find's blöd. Aber okay. Jedem seine eigene Meinung, ne? Shit. Ich glaube, ich habe gerade auch. Es gibt ja auch Leute, die denken, wenn Need for Speed sich an den ersten drei Serienteilen orientiert, dann ist das neue kein richtiges Need for Speed mehr. Hust, hust. Ja. Man macht ja nur die ersten drei Serienteile nach und so, ne? Ja. Naja. Aber ich habe gerade versehentlich mein zweites Schwein gekillt, oder? Ne, ich habe noch zwei. Du hast vier eigentlich. Ja, ja, ich habe ja versehentlich gerade schon zwei gekillt. Achso, schön zum, wie gut, dass ich Weizen dabei habe. Paarungstime. Boah, hier wollen sich ganz viele Kühe miteinander paaren. Schwein. Ach, kann man, Kühe kann man mit Weizen paaren, ne? Ja, klar. Ach stimmt, der Schweine kann man ja nicht mit Weizen paaren. Bei Schweinen geht's nämlich nicht. Ja, aber Schafe gehen auch. Aber hast du irgendwie Karotten oder so? Ja, Karotten habe ich. Dann pflanz sie mal an und... Ich habe auch Seeds. Moment, mit Seeds kann man doch Hühner paaren. Ja. So, ich mache mir erstmal einen Ofen. Du hast nicht zufällig schon Kohle, oder? Ja, zufällig. Hast du? Ja, klar. Okay, dann wirf mal einen rüber oder so. Ja, Moment, ich bin jetzt mal hier ich ja nicht immer hier bei der Gammeln, aber... Oder was? Schwein. Das Problem ist, ich habe halt wirklich kaum noch Nahrung. Ich kann nicht mal mehr sprinten. Ich habe hier zwar Eisen, aber... Paaret euch. Ah doch, hier ist auch Kohle. So. Ganz viel Kohle sogar. Also, ja, nochmal ein bisschen was zum Projekt vielleicht. Ja, das besteht aus mehreren Städten hier, wo halt dann jeweils so um die vier Spieler drin sind. Und ja, die Städte haben halt immer eigene Regeln, das heißt, es ist immer unterschiedlich. Und ja, man kann halt mit diesen Städten handeln oder so. Und die sind halt mehrere hundert Blöcke entfernt. Das heißt, es ist nicht so einfach, da jetzt irgendwie hinzukommen oder so. Ja, ich habe zufällig von einer Stadt die Koordinaten, also von daher, da können wir mal einen Besuch abstatten. Zufällig. Ja klar, Connections, ne? Ja. Ich habe einfach gefragt, ja, kriege ich eure Koordinaten und so fort? So, ja klar, natürlich, hier, bam. Ja. War wirklich so, gell? Ich wette, du hast auch schon allen unsere Koordinaten gegeben hier. Nö, niemand hat unsere Koordinaten. Außer The Last Side, weil der hat unser Dorf gefunden. Also unsere Stadt. Ja. Als er nach Dörfern gesucht hat. Warte, ich mache mir mal gerade schon hier so ein Feld. Ich habe ja da drüben auch, glaube ich, Wasser. Soweit ich weiß. Ich muss mich kurz muten. Oh, Moment doch. Jetzt habe ich jetzt wieder mein Bildschirm. Man sollte nämlich vielleicht nicht Skype aufnehmen, ne? Ja. Boah. Also wenn du Steaks und so brauchst, gell, ich habe hier gerade 5 Stück. Ey, du nimmst jetzt nicht den Skype-Ton auf, oder was? Nee. Doch, ja, aber ich habe, weil ich den Skype mich gemutet hatte, damit die mich bei dir nicht husten hören, ist automatisch Fraps auf Skype umgesprungen, weil ich ja pausiert habe. Ach so. Und dadurch habe ich dann einfach auf eine Taste gedrückt. Ey, hier liegt Steak, ja. Aber du nimmst jetzt trotzdem noch richtig auf, ne? Ja, ich nehme gescheit auf. Ich habe nur fast... Ja, ist ja gut. Ja, okay. Oh! Verpiss dich! Nee, komm, lass mal hier irgendwie... Sollen wir hier bei mir ein bisschen minen oder so? Ja, wir können auch einfach uns ausrüsten, auf eine riesige Mining-Tour gehen, gell? Ja. Das wird auch geil. Noch geil, aber hier dann... ist noch Eisen und so. Ich glaube, unter deinem Gäste ist sogar eine Schlucht, ne? Und du hast Öl. Kann auch sein. Du hast Öl auf deinem Gas. Ja, stimmt. Da müsste ich auch mal so genauer forschen. Weil das kommt ja meistens auch aus der Erde. Irgendwie habe ich schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob das... Ja, das ist, kommt unten aus so einem Loch. In einem breiten Tunnel bis nach ganz oben. Ich habe da hinten ist das Dorf, von dem ich geredet habe. Okay. Wenn du mal zu mir kommst, dann siehst du da nämlich das so ein Haus. Mitten so voll hoch auf dem Berg. 30 Blöcke irgendwie so eine schräge Cobblestone-Wand nach oben. Und da ist dann dieses Haus oben drauf. Hey, wo läufst du? Wo läufst du? Warte, ich wollte kurz hier... Eisen einschmelzen. Das darf ja keiner klauen, oder? Was? Dürfen die erst klauen gehen? Also die aus den anderen Städten, dürfen die erst bei mir aus dem Ofen klauen? Nee. Griefen und klauen ist verboten. Guck mal, spring hier mal hoch. An meiner Stelle, an meiner Position. Hier. Und guck mal da drüber. Was siehst du? Ach da, die drüben, ja. Wollt ihr mal hingehen? Ja. Warte. Luca? Ja.
Ich bin, nein, doch, ich bin hier rausgekommen. Ja geil, ich habe jetzt gleich eine Treppe gebaut, ne? Man hätte auch einfach eine Treppe bauen können, aber... Ja, habe ich ja. Ja. Oh Mann, Luca, ehrlich. Ja, ich war schneller als du. Ah, Standbild. Das finde ich auch immer lustig, bei diesem Portable Hole geht bei mir mal der FPS von 90 plus immer runter auf 20 oder so. Ja. Wenn ich mich durch so einen ganzen Berg durchbegrabe. Oh, Zombie. Oh, das ist ein Dorfbewohner. Nee, Spaß. Gibt's jetzt eine, hier gibt's gar keine. Was handeln die denn Schmiede überhaupt? Oder gibt's eine Schmiede? Ich glaube nee, hier war das, da habe ich mir abgefarmt. Okay, ein Emerald, für ein Emerald, lol, hier sind auch so Mini-Typen. Ja, das sind die kleinen Kinder. Oh Mann, hier gibt's keine Schmiede. Also okay, hier unten zumindest. 10 Gravel und ein Emerald für 4 Flint. Ja Junge, kann ich mich einfach mit der Schaufel, wenn wir jetzt hoch und runter, habe ich auch 10 Flint. Ist echt so, Alter. 4 Flint, ne? Ja, aber hier 19 Weizen für ein Emerald ist doch geil. Ich habe zufällig 28 dabei, gell? Und man kann hier noch ein bisschen klauen. Ja. Oh geil, hier ist ein Hund. Hast du einen Knochen? Zufällig ja, 2 Stück. Das ist einfach mal alles im Inventar irgendwie. Nee, alles, was du am Anfang halt brauchst, ne? Ey, pflanzen wir das alles hier wieder an oder ja, bei uns? Also ich nehme das mit und pflanze auch gleich wieder an, weil es doch geil, dann kannst du jedes Mal wieder hierher kommen. Also wenn, hier anpflanzen, ne? Ja, also guck mal, wenn du gerade ein Karottenfeld abgeerntet hast, dann pflanzt du auch wieder Karotten an. Weil so ja, kriegst du immer wieder mehr. Ja, die Frage war, ob wir zu uns kurz aufs GS gehen, damit das keiner klaut. Warum? Wir können ja auch hier und zu Hause anpflanzen, oder? Was? Achso, ja. Warte mal, ich mach nur eine Seite Karotten, die andere Seite mach ich Weizen. So. Hab ich schon 17 Karotten, den Weizen ja. Gegen Emerald für Pfeile. Ah, 19 Weizen. Der ist ziemlich cool, der Typ. Korrekt. Ich, ich habe 2 Emeralds, mir fehlen noch 2 Weizen. Was bringt die? Boah, ein Emerald gegen 3 Brote, ne? Kann man den schon abbauen? Ne, kann man nicht. 18 Weizen gegen ein Emerald. 19 Weizen gegen ein Emerald. Diese Dörfer sehen ja richtig geil aus eigentlich in Feed the Beast immer. Ja, die sind ja viel besser generiert irgendwie, ne? Die sind dann immer so am Berg oder so, schon geil. Boah. Meine Nase. Was willst du haben? Ein Emerald für 4 Brot, ja klar. Ja. Junge. Das eine Haus ist einfach das Beste da drüben. Was einfach so viel zu hoch gebaut ist. Auf der einen Seite. Ich geh mal da hoch, ne? YOLO. Boah, ich hab vor Angst, dass ich versehentlich so einen Hund angreife oder so und dann mich alle Hunde killen. Das ist mir mal passiert, da habe ich Survival gespielt, da habe ich versehentlich im Nether so einen Typen angegriffen. Oh ne. Aber es war, also ich dachte, das wäre ein Skelett, der stand halt plötzlich hinter mir. Dann habe ich halt auf den einmal draufgehauen und dann war es vorbei. Ja geil. Greifst du jetzt hier eine Treppe drin oder was? Ich hatte nur die Kohle rausgeholt. So, ich dachte schon. Ich benutze den Weg, der eigentlich vorgeschrieben ist. Der geht hier hoch. Ja, toll. Ich habe Bock auf vorgeschriebene Wege. Obwohl die manchmal so unnötig sind, aber egal. Ey, Junge. Du baust einfach genau über mich einen Block. Zack, zack, zack. Okay, setz den einen da mal hin. Ja. Yo. Das war knapp, Junge. Wie knapp? Ja, ich... Keine Ahnung, ich wäre fast gestorben. Ach so, oh. Oh, hat mir sehr leid getan, dass es nicht geklappt hat. Oh. Oh! Ja. Ja, geil, ne? Ja, echt geil. Bro, like Killer, ne? Ich hab einfach mal vergessen, dass auf Treppen diese Sneaken so verpackt ist, ne? Und ich sneak einfach auf dieser Treppe und lauf eine Stufe runter und einfach sneaken geht weg und ich lad's einfach so ab. Oh Mann. Ja, ich habe jetzt alle deine Sachen eingesammelt, ne? Ja, Jorn, gib her, ne? Nö. Ich bin nur noch 70 Meter entfernt von dir. Ich töte ja, dich. Ja, dann komm hoch auf das, auf den... Auf das nicht dein Ernst, oder? Bleib doch unten! Warum? Du willst einfach wieder hochklettern, schnell, um mich zu trollen. Ja. Das wirklich alles aufgesammelt. Geht ja schnell, da kannst du einfach hochgehen. Du hast ehrlich alles aufgesammelt, bin ich ja voll überrascht von dir. Ja.
nicht gedacht, ne, dass ich dazu fähig bin. Ja. Was will der Typ hier oben? Eine Emerald gegen 9 Pfeile. Ja, toll. Ja, geil. Und dann hat er eine Emerald gegen 10, gegen 11 Pfeile, gell? Boah, ich bin gerade fast auch hier runtergefallen, Alter. Ey, wo bist du überhaupt runtergefallen? Hier. Wo? Also, wo ich runtergefallen bin? Vom Haus oder was? Eiskalt hier an die Kante gesneakt, eiskalt da runter, genau neben dem Brunnen aufgeschlagen. Ja. Es gibt mal her, du Jockel. Ach so, deine Sachen. Ich hab fast vergessen. Wie viel Zombie Brains hattest du? 3 oder so. Ah, ist egal. Egal, gib mir einfach ein bisschen Essen und so. Die immer. Und noch, ich hatte noch eine Steinspitzhacke. Ein bisschen Koppe hatte ich, Eisen, Kohle. Pipapo. Ah, Pfeile hattest du auch noch. Ja, und Kohle. Oh ja. Und Knochen. Und Eisen. Nö, kriegst du nicht. Ja, ich hatte aber auch Eisen, Junge. Ich hatte 2 Stück, das weiß ich. Ne, 4 waren es, genau, unten, die ist eine Ader. Aber dann habe ich jetzt gar kein Eisen mehr, komischerweise. Ja, das ist doch locker auch irgendwo. Achso, ich habe es ja in den Ofen getan. Stimmt, ja. Stöjockel. Geil, Karotten, alles sind auch weg, ach, egal. Was, ich habe 23 Karotten. Ja, ich brauche nur was zu essen halt. Achso, ja, hier Steaks oder so. Ups, nicht Sticks, Steaks wollte ich eigentlich geben. Sticks. Du hast beides hingeworfen, Sticks und Steaks. Ja. Ja, denkst du, ich sammle die Steaks dann wieder auf. Ja, aber wir müssen doch mal nach Hause gehen und Sachen ablegen, dann farmen. Wäre vielleicht besser, wenn wir hier die ganze Zeit so rumfällen. Guck mal, unten ist das Eis, wo ich den Weg gemacht habe. Meinst du, wir treffen das Wasser? Komm. Ja, hier hab ich mit dem Eis diesen Weg gemacht. Oh, fuck it. Oh, boah. Ich hätte gedacht, ich falle klar auf dieses Eis. Boah, das wäre perfekt einfach. Das sind so 3 Eisblöcke und du triffst genau diesen Eis. Ja, genau. Ich habe hier, nämlich im GM1, nämlich doch als mal mit aus Scheiß mit dem Frostzauberstab einfach überall Eis gemacht auf meinem Weg. Dass ich einfach nicht schwimmen, sondern einfach nur laufen musste über das Eis. Ja, war aber doch gut. Eiskalt. Als ich dich jetzt gerade vorhin gekillt habe, als es noch nicht losging, wenn du dein Bett abgebaut hattest. Genau, du Jocke. Ja, komm, was kann ich dafür, wenn du dein Bett abbaust, Junge? Ja, ich will es auf mein GS stellen, ne? Boah, Fox. Warum sollte man denn sein? Alter, die killen mich. Boah, ne, ich dachte schon. Oh, lol. Oh, das sind irgendwie Zombie. Diese Pfeile von den Skeletten machen einfach immer mehr Schaden. Und hast du eigentlich Optifine drin? Nee. Nö. Sowas brauche ich nicht. Wirklich, bei mir zieht Optifine nur FPS runter. Okay. Wenn du das sagst. Leute, wir machen keine Eier, keinen Schaden. Boah, die haben mich in der Luft getroffen und dann sind da 2 rausgekommen. Ja, ich habe gesagt, die boxen sich so ein bisschen zurück. Aber nein. Nein, du Jocke. Was jetzt? Was machst du jetzt? Ich craft mir ein paar Sachen und dann gehe ich pennen. Ja. Zum Beispiel Kiste und sowas. Hattest, als hättest du wieder irgendwie vor, mich zu killen oder so. Nee. Dich doch nicht. Nö. Wieso? Boah, ich will mich am wegdrehen. Hörst du es eigentlich, wenn bei mir die Nase läuft? Nee. Okay, weil ich drehe mich immer extra so ein bisschen weg. Oh, okay, Kühe machen keinen Blockschaden. Finde ich auch geil. Das wäre gerade immer ein GS in die Luft geflogen. Boah, ich muss gleich erstmal ein Wassereimer craften. Mache ich in der Höhle zuerst. Oh, nee, kann ich jetzt eigentlich schon machen. Nee. Hast du da noch Eisen übrig? Weil ich will mir eine Eisenspitzhacke und einen Wassereimer machen. Und ich habe nur 4. Ich habe 11, glaube ich. So. Ja, geil, dann reicht das ja. Jo, aber ich mache erstmal eine Truhe und leg das da rein. Um es dir dann zu geben. Und wie viel brauchst du? Insgesamt 6 und ich habe 4. Also 2. Ups. Habe nicht gut. 6 minus 4 ist 2. Was bringen eigentlich Flax-Seeds? Die kannst du abpflanzen, daraus kriegst du Schnur. Toll, und dann? Ja, hallo, Schnur. Brauchst du zum Verzaubern für Bögen etc. Toll. Lange. Ja, okay, was brauchst du? Wie viel Eisen brauchst du? 2. Okay, liegt hier. Kannst du, glaube ich, einsammeln. Ah, egal.
Ich werf's dir mal vernünftig drüber. So. Okay. Sowas brauche ich nicht. Pfeile, nein. Spitzhacke, nein. Holz nehme ich mit. Sticks, ja. Copper. Emeralds. Pam pam. Pam 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 pam. Schau nicht. Ja. So passt das. So, jetzt. So und nicht anders. Neue Schweine. So und nicht anders gehört das. Genau. Genau. Ja, ist dir aufgefallen, dass wir eigentlich mit der ersten Folge schon zu Ende sind, gell? Oh. Stimmt. Dann machen wir einen Stopp oder nehmen wir einfach weiter? Machen wir einfach hier einen Cut. Ja. Und dann gehen wir in der nächsten Folge einfach meinen. Ja, würde ich auch sagen. Und dann bis gleich. Ja, ciao.